Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und jetzt eine schöne Runde vorm Wochenende, aber wie immer wird erstmal der Hund gestreichelt. Aber das wollen wir ja nicht vergessen. So. Und dann schauen wir mal. Okay, Bären getötet, Distanz mit Truppmitglied, Angeln auf gar keinen Fall. Gewürztes Großwildfleisch, ja, das Kolibri sammeln muss ich glaube ich sowieso. Wetteraussehen ändern. Naja, kann man machen, muss man nicht. So, der ungeliebte Kopfgeldjäger. Gesuchte Person geplündert, lebendig fotografiert und mehr als eine. Ach Gott. Mehr als eine gesuchte Zielperson auf einmal abgeliefert. Nick, komm, lass. So, mittelgroße Tierkadaver, insgesamt 20 Spenden und Waren an örtlichen Käufer. Das klingt gut. 6 Sammlerstücke finden, Tarotkarten und Vogeleier. Eigenen, oh ja, das kann man zum Wochenende mal machen, ne? Eigenen schwarzgebrannten trinken. So, man Kollegen serviert hier und schwarzgebrannt mit einer Restlaufzeit von 5 Minuten. Betäubte Tiere geweckt und was im Wildnislager gemacht? Ihr dann? Gucken wir doch erstmal, wie weit ist der Kollege hier? Da können wir ja schon mal, denke ich, die erste Ladung wegbringen. So, da nichts mit Tonika war, können wir uns hier lecker was essen. Denn da hinten auf der Minimap sehen wir schon den ersten Kopfgeldjägerkandidaten. So, Knarre raus, wie ist sie vom Zustand? Das passt. Dann werden wir den plündern und fotografieren. Mal aufpassen, da sind diesmal nur die zwei. Ja, der legt sofort los hier. So, fesseln. Plündern nicht vergessen. Ah, der richtige Stöhn, der war richtig schwer, oder? So, Kamera raus. Foto machen. Fertig. So. Können wir da noch einen plündern? Zwei sogar. Und da haben wir auch schon was gefunden. Whisky und Schafgarbe. Ja, dann auf nach Strawberry, was? Nix wie hin. Hier abkürzen. Ist ja Gott sei Dank nicht ganz so weit. Hier heute kein Schatzsuche? Das gibt's doch gar nicht. Ist doch gefühlt immer hier. Ach, da hatten wir doch schon mal mit der Dame, hatten wir doch schon mal irgendwie. Da war doch was. Sie schien sich dran zu erinnern, ja. Jesus Christ. Und da höre ich doch irgendein Sammlerstück. Das ist mein Lieblingsspruch hier, ne?
Here's what's yours. Quasi, wenn es zum Unfall kommt, gilt es als lebendig abgeliefert. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, liegt die hier draußen? Nein, dann liegt die Tarotkarte unten im Knast. Da ist sie. Oh, haben wir schon mal die erste Karte für heute. Jetzt schauen wir uns hier noch kurz um. Ja, bleib locker. Oh. Oh, das hat wehgetan. Ich wollte nämlich da oben hinschielen, da sieht man schon. Da ist nämlich auch eine. Oh, da haben wir wieder ein legendäres Tier. Aber ich glaube, damit war da heute nichts, ne? Oder ich kann es mir ja nicht merken hier. So ein Naturkundler. Betäubte Tiere geweckt. Nein, mit legendären Tieren war heute nichts. Das Pferd ist aber so clever. Das schafft es tatsächlich hier. Die Stufen hoch. Ja, das wird nichts. Ich wollte nämlich eigentlich nur ein perfektes Eichhörnchen hier. Wo ist denn hier der Pfeil? Da ist er doch. So. Und den einen habe ich hier sonst wohin gepflastert, ne? Ja komm, das ist jetzt auch egal. Das legendäre Tierchen hatten wir ja schon. Keine Ahnung wie oft. Checken wir mal hier die üblichen Stellen in Strawberry. Aha. Jetzt ist die Frage, ist es hier oben die Münze? Nein, ist es nicht. Dann... Meine Güte. Dann ist es hier oben. Ich glaube Schmuck. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Irgendwo hier ist es. Da ist es. Dann gucken wir mal eben kurz. Ich glaube, ich habe keine Landkarte mehr offen. Nö, da ist nichts. Dann machen wir mal eine auf für Vogeleier. Wenn ich denke, Tarotkarten werden wir auch so finden. So, da ist es. Okay. Gut, da können wir ja mal eben hin. Das ist auch nicht schlecht. Das ist quasi eine Katastrophe. Wobei, wenn wir da unten genug Vogeleier finden, 5 Stück sollen es sein, dann müssen wir da oben gar nicht hin. Dann lassen wir uns das für morgen. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier nochmal eben die Ecken checken. Hier ist nichts. Da ist nichts. Machen wir ein bisschen querfeld ein hier. Oh, da war Salbei. Da stand doch irgendwas auf der Liste, oder? Ja, Salbei sammeln. Kann man ja quasi nebenbei machen. Na komm, das schafft er. So.
Dann sollte ich vielleicht schon mal die Knarre wechseln. Das habe ich ja schon mal falsch gemacht, ne? So, richtige Munition ist drin und da oben irgendwo. Da oben ist es. Ja. Da ist das Ei. Jetzt hier hin. Ich denke aber, wir werden unten an der Station vorbeireiten. Obwohl, müssen wir gar nicht. Da ist bestimmt nachher die Lieferung hin. Dann sehen wir schon, ob da ein Vogelei ist oder nicht. Was ist denn für eine Knallerei? Da, hört ihr das? Also man sieht es ja auch. Was haben wir denn da? Richtig aggressive Kojoten. Da. Die haben Bock. Ja, bleib locker. So. Wir sollen ja mittlere Tierkadaver spenden. Können wir den ja schon mal mitnehmen. Zustand spielt ja keine Rolle. Und 20 Spenden insgesamt. Da schadet es ja auch nichts. Ein paar Fälle mitzunehmen, ne? So. Oh, habe ich mein gutes Hütchen verloren hier. Aber in solchen Situationen denke ich auch immer, wer ist hier ohne Knarre in der Wildnis unterwegs, oder? Hier wieder aufsetzen hier. Da wollen wir mal. Ich habe mal wieder nicht so richtig drauf geachtet, wo es ist, aber werden wir ja gleich sehen. Was war das denn? Das ist ja wohl auch ein mittlerer Tierkadaver, oder? Meine Güte. Was hat denn hier? Muss doch jetzt irgendwann mal auftauchen, oder? Da ganz hinten. Da ist es.
Oh, Seetaucher-Eier. Da nimmt er, glaube ich, immer nur drei Stück und keine vier. Also. Ja, fehlt uns jetzt noch eins. Ah, super. Oder? Nö. Ah, wir haben sechs Sammlerstücke gefunden. Deswegen gab es das Gold. Tja. Da werden wir uns dann wohl noch zu dem anderen Ei begeben müssen oder hoffen, dass wir irgendwas finden. So, jetzt noch so einen mittleren Tierkadaver. Und dann würde ich sagen, treten wir erstmal die Heimreise an hier. Was fliegt da? Geht da. Präriehuhn. Die sind für die Tasche. Die Schopfwachteln passen so in die Tasche. Und die Präriehühner werden wir nur rupfen, damit wir irgendwelche Federn haben. Ja, ist dann immer so eine Fleißaufgabe, ne? Ja, wohl ganz sein, den hätten wir auch noch weggeballert. So ein Raben hier. Da gibt nämlich Schwungfedern und Hühnerfedern. Das lohnt. Dann treten wir mal die Heimreise an. So, eben was herstellen. Großwildfleisch stand auf dem Plan, ne? Kann ich jetzt nicht machen. Habe ich vermutlich alles voll. Ja, dann müssen wir erst was essen. Komme ich da jetzt einfach so dran? Oh, da muss ich, glaube ich, hier durchseppen, ne? Schweinefleisch. Schweinefleisch, Schweinefleisch, saftiges, saftiges Dingenskirchen. Erstklassiges Rindfleisch, meine Güte. Wo ist das Großwildfleisch? Hammel, Hammel. Da ist das Großwildfleisch mit Ackerminze. Na komm. Dann können wir das jetzt auch herstellen. Einmal. Ich beeile mich auch. Schon mal fertig. Dann machen wir noch Kleinbildpfeile. Ach komm, Betäubungsmunition kann man auch mal gebrauchen. Dann ist das auch erledigt. Da seht ihr sieben Dinge hergestellt im Wildnislager. Er ist auch gleich so weit, denke ich. Genau, fehlen also nur noch drei Dinge. Ja, komm, du bist. Ist da etwa schon wieder? Ja, siehe. Da sehe ich doch schon wieder einen Kandidaten für den Kopfgeldjäger.
Ja, dann. Oh, mal. Sag mal, was soll das denn? Wer ist jetzt welcher hier? Ein bisschen aufpassen. Wenn ich den falschen wegballern, ne? So, und natürlich das Plündern nicht vergessen. Und fotografieren auch nicht vergessen. Man abliefern müsste man den nicht, ne? Man kann den jetzt auch einfach laufen lassen. Ja, sowieso warten, bis der Kollege hier die Waren fertig hat. Den plündern wir auch noch eben. Und soweit, wie viele Minuten haben wir jetzt? 21. Ist es ja auch nach Strawberry gar nicht. Und es geht ja auch nicht immer darum. Er freut sich schon wieder hier. Es geht ja auch gar nicht darum, immer die neuen Rollenherausforderungen zu erledigen. Sondern einfach Spaß zu haben und das Spiel zu genießen. Und alle, also, wer schon ein paar Folgen gesehen hat, weiß, der Kopfgeldjäger ist nicht meins, ne? Das meine ich so gerne. You dumb bastard. So, sind wir gleich schon wieder da. God damn, you a son of a bitch. Nicht mehr dran oder was? Oh, so. What the devil? Well, you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. This here is your end of a good deal. Ja, finde ich auch. Ah, das ging ja einfach. Oh, oh, richtig. Actionreich hier aufgestiegen. Apropos. Erstmal das Pferd füttern hier, ne? Wenn nichts ans Pferd kommt. Gut, der Kompagnon scheint noch nicht so weit zu sein. Meine Schwarzbrennerei ist nicht da. Wo sie hingehört. Ja, dann gucken wir erstmal hier, ob wir da noch zufällig ein Vogelei finden oder eine Tarotkarte. Dann denke ich, machen wir erstmal eine Auslieferungstour. Ach, da ist eine. Da haben wir die doch auch schon mal. So, da hinten kann manchmal ein Vogelei sein. Uns fehlt ja auch nur noch eins. Da ist aber heute nichts.
Da seht ihr es. Drei Tarotkarten gefunden. Damit ist die Sache schon mal erledigt. Dann sind hier so diese verdächtigen Vogeleierstellen, hätte ich beinahe gesagt. Auch nix. So, jetzt ist die Auslieferung erforderlich. Oh Mann, das mit dem Vogelei, das wäre so schön gewesen. Gefühlt ist das ja fast immer hier, ne? Ja, das wär eh falsch gewesen, das ist wichtig hier. Hier ist aber heute auch nichts. So, dann gucken wir mal eben schwarz. Nein, nicht Naturkunde. Schwarzbrenner. Eigenen Schwarzgebrannten getrunken und das. Okay. Na, dann machen wir erstmal die Auslieferung von den Waren. Ab nach Hause für einen Dollar. Hey, good to see you. Ah, ich finde das ja schön, dass der Hund sich immer so freut, oder? So, Kohle verdienen hier. This is the life, huh? Self-sufficient, answering to no one. We are making something of ourselves. Now this might even put a smile on your face. It's time to make a sale. I found some buyers locally. Not the highest price, but easy money. And I'll take easy over hard any day. Ja, easy finde ich auch mal gut. Da seht ihr es, es geht zur Station. Und auch das ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Ich gebe alles. Aber schneller geht's leider nicht. Und wie immer kürzen wir ab. Nicht immer dem Navigationssystem glauben. Ja? Oh, diesmal kommen die netten Kollegen schon hier. Also gibt es vermutlich keine Schießerei beim Abladen. Denn es ist ja so, wenn die hier schon auftauchen, dann geht's meist beim Abladen ohne die Schießerei aus. Gibt's doch nicht. Drei. Ja, ziehen wir da erstmal die Zügel hier hart an. Oh, 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 oh. Gleich hat er mich, hätte ich gesagt. Aber nochmal Glück gehabt. Und deswegen immer schön vorher was essen, ne? So, Knarre kann weg.
Wäre schön, wenn der Zug sich auch mal in Bewegung setzen würde, macht er aber nicht. Dann fahren wir hier so rum. Unsere erledigt. Und man hört's knistern. Auch hier ist heute eine Tarotkarte. Und eine Auszeichnung für den Händler. Ah, okay. Bei 5000 gibt es nochmal eine Auszeichnung. Alles klar. Ja dann. Auf zur Schwarzbrennerei. Heute nix. Hier liegt heute auch keine Tarotkarte. Dann gönnen wir uns mal eben ein. Ja, kann gleich losgehen. Eben selbst einen gönnen. Und die Knete verdienen. I have some ideas. Oh, gibt sogar 450 Tacken. Hello, mon ami. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Je devrais peut-être l'accompagner. Ja, komm, ist gut. Ne? Wir liefern doch fast immer alles korrekt ab, oder? Oh, auf nach Black. Oh, 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 oh. Und da geht's schon los. Ja? Da will der Wagen nämlich nicht so wie ich. Also, Kinokamera an. Und durchziehen. Dann dürfte das schon unsere Straßensperre sein. Ja, das ist er auch. Da, seht ihr da? Manchmal klappt das mit dem Wagenfahren nicht so, ne? Die eiern hier rum, die Böcke. So. Ich hab die Sorge, dass es gleich losgeht hier. Das machen wir doch. So, Kinokamera an. Und Abmarsch. Kann ich nur sagen, genießt die Fahrt. Ja, ne? So geht Wagenfahren einfach. Das Fauchen hört, das ist bestimmt der legendäre Puma. Gucken wir jetzt aber nicht nach, hatten wir ja schon zigmal. Jetzt geht's darum, schnell Kohle zu verdienen hier.
So. Also, haben wir geschafft mit der Restzeit von 5 Minuten. Die 450 Tacken verdient. Auf geht's. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch einen Hasen finden oder sowas. Sprich, mittelgroße Tierkadaver. War das doch, ne? Oder jetzt habe ich wieder nie aufgepasst. So, Händler. Mittelgroße Tierkadaver spenden 20 Stück insgesamt und zweimal Ware verschnacken. Ja, dann. Gibt's ja nicht. Mensch, mir läuft doch quasi gefühlt die Zeit davon. Ich brauche doch nur mittelgroße Tierkadaver hier. Ein paar Kojoten. Hasen, Waschbären, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also. Hier, ein Dachs, der sitzt doch da, ewig, immer. Unentwegt, da ist er. Oh. Ja, das kann ich auch gut. Absteigen. Ja, komm, den nehmen wir mit hier. Drei Sterne Puma lässt man nicht liegen. Da, Produktion angehalten. Wir könnten jetzt für die 5 Dollar das auch noch wegbringen. Jetzt hauen wir das erstmal raus hier. Und sind mal nicht so zimperlich hier. Was haben wir hier? Möwenfedern, Hahnfedern, kann auch weg. Fälle, die nicht so gut sind hier. Auf weg. Oh, da haben wir schon 20 Spenden fertig. Ach, wisst. Ah, da ist der nächste Kandidat. So. Dann bestellen wir einfach hier die Vorräte. Well, if you insist. Essen noch mal zur Sicherheit was. Jetzt nehmen wir mal eben eine andere Knarre. So, die ist gut. Da hören wir schon wieder, aber das geht jetzt nicht, ne? So, da sind diese Vollchaoten. Den blasen wir weg. Den haben wir nicht erwischt. Und jetzt heißt es, den Flüchtigen einzufangen. Denn er muss lebendig sein.
nicht an mein Lasso ran? So. Also, fesseln. Plündern. Best not be interrupting me now. Move on with you. Fotografieren. Und jetzt gucken wir mal eben. Eine Sache brauchen wir noch. Wir werden jetzt eben einfach Tiere betäuben und wecken. Und dann das Vogelei lassen wir weg. Das mache ich vielleicht noch später. Oder hier die Tierkadaver. Aber den Kollegen lassen wir doch einfach liegen. So, was haben wir hier? Streifenskunk. Da war da auch noch was. Auf die Uhr. Was haben wir jetzt? Ach, wir spenden einfach die Tierkadaver. Da haben wir auch am meisten von. Das lohnt dann auch. Und dann noch einen Truthahn oder sowas. Jawohl. Nehmen wir auch noch mit. Achten wir die Kopfgeldjäger nun mal gar nicht. Der wird sich schon nachher selbst befreien. Dann ist die Sache erledigt. Was haben wir da? Nee, wir brauchen Kojoten. Fuchs geht auch. Gerade von gesprochen, ne? Können wir das Vogelei vernachlässigen. Dann sehen wir nur nicht, wo die Madame heute ist. Aber gut, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, das zu checken. Wer es unbedingt heute wissen muss. So, hier nochmal die Augen auf. Opossum. Oder Waschbär. Hätte man jetzt schon mal mitnehmen können. Well stocked for the time being. Okay, then, no comment. So, jetzt checken wir mal eben. Eins müsste noch fehlen beim Händler. Da seht ihr's, mittelgroßer Tierkadaver, einer. Den finden wir ja wohl noch, oder? Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss irgendwie Opossum, Waschbär oder sonst irgendwas sein. Truthahn, tut's auch. Streifenhörnchen tut's übrigens nicht. Aber für die Tasche. Taschentiere brauchen wir vielleicht morgen wieder. Kann doch nicht sein, ich muss doch irgendwo eine Hase rumflitzen oder sowas.
Uhrzeit. Ja, das ist doch hier. Aha. Wo sind sie? Ah, da. Dann haben wir es gleich geschafft. Da ist nämlich jetzt auch noch was. Seht ihr das? Da. Brauchen wir nicht. Da ist es. Und da seht ihr es oben schon beim Gold. Sache erledigt. 9 von 9 Rollen Herausforderungen sind durch. Und wer jetzt noch Zeit und Lust hat, da, so ein Bären wird man noch finden. Und ich denke, Kolibri-Salbei wächst hier auch genug. So, das war die Runde am Freitag vorm Wochenende. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.